Hallo Leute, heute wollte ich mal meine neue Errungenschaft vorstellen. Und zwar habe ich mir eine Makita Akkusäge gekauft, eine DUC 353. Und ich wollte die mal vergleichen. Ich habe damit schon ein paar Bäume abgeschnitten, also auch schon recht dicke. Ihr seht ja hier, das ist schon nicht so dünn. Ne? Die haben wir abgenommen mit meinem Schwager und meiner Schwester. Und ja, wie gesagt, sind ganz schön, also ganz schöne Brocken gewesen auch. Und wie gesagt, mich mit den Benzinern, das ist noch eine alte Solo, so eine Semi-Profi, mit der wollte ich das heute mal ein bisschen vergleichen. Ich sag mal, die wird mit Sicherheit schlechter abschneiden, aber schauen wir mal, ne, wie viel schlechter die ist. Also wie gesagt, mir reicht sie und ich finde die eigentlich nicht so übel. Also probieren wir mal die Benziner. Mal sehen, ob ich sie ankriege. Ja, ich sag mal, eine Benziner läuft halt immer, ne? Wenn sie denn läuft. Ich meine, diese ist eigentlich noch ganz gut. Ist eine alte Solo, aber wie gesagt, die ist nicht so schlecht. Aber ich brauche die nicht mehr. Früher waren wir Holz machen. Oder mein Onkel, sag mal, die waren Holz machen damit. Ich habe die übernommen. Und ja, eigentlich eine super Säge. Aber ich denke mal, Benzin brauche ich nicht mehr, weil ich muss das Benzin kaufen. Und wie gesagt, ich rüste alles auf Akku um. Deshalb habe ich jetzt die andere gekauft. Wie gesagt, zwei Akkus drinne, zwei 18 Volt Akkus. Ich habe mir zwei Nonim noch, das sind zwei Originale, zwei Nonim noch dazu gekauft. Ich hatte erst einen Satz, der war scheiße, muss man sagen, so eine 5,5 Ampere Stunden. Gab es auch schon eine Weile auf dem Markt, hatte ich bei Amazon geholt. Die sind, also mein Schnellladegerät ist damit nicht klargekommen, andauernd in Störung gegangen. Mit den Originalen nicht. Ne? Dann habe ich die wieder zurückgeschickt und habe mir dann welche geholt für, keine Ahnung, 36 Euro, 37 Euro, No-Name, 5 Ampere Stunden. Und der ist auf jeden Fall vergleichbar mit den Originalen. Das sind auch 5 Ampere Stunden Akkus. Ja, auf jeden Fall vergleichbar und mit denen hat er auch keine Probleme. Das sind welche neueren Datums, ne, die gibt es noch nicht so lange. Die sehen auch ziemlich genau so wie die Originalen aus. Die anderen sahen nicht ganz so aus. Ne. So, dann gucken wir mal. Akku rein. Eingeschalten hier dieses Teil. Um das hoch, so rum. Um das dreht sich's. Ja, eine DUC 353 Makita. Zwei Akkus drauf. Akkus voll. Ja. Dann schauen wir mal. Ein bisschen nach vorne holen. Die Ketten hatte ich beide, sind beides gebrauchte Ketten. Ne? Hatte ich beide angefeilt. Also die andere ist schon ein bisschen verbrauchter. Normalerweise sieht die Benziner besser, muss ich sagen. Also ja, die ist schon nicht mehr neu. Ne, hatte ich zwar mit der Verbindung mit der Pfeile mal rübergegangen, aber ja, da hatte ich auch ein paar Bäume mit umgelegt auf dem Grundstück hier. Und ja, gut, gucken wir mal. Ja, sägen wir die andere Seite ab, weil die ist gestückelt. Meine Frau will das noch hinstellen irgendwo. Ja, da das dann halbwegs gerade ist. Schauen wir mal. Ach, durchkomme ich, ja. Okay.
Ja, ihr seht schon, ist ein bisschen mühsamer. Die Kette sollte eine Idee besser sein, sag ich mal, wie die andere. Aber naja, die Kraft fehlt dir trotzdem ein bisschen. Aber ich habe damit, wie gesagt, diese Bäume umgelegt. Ich hatte hier drei Lärchen, die ungefähr diesen Durchmesser hatten, die ich runtergenommen habe dieses Jahr, weil die alle Richtung Garage kippen wollten. Und dann hatte ich da noch eine große Tanne rausgenommen und dann noch ein paar kleine, die alles über die Jahre, jetzt die letzten 3 Jahre, sind die alle irgendwie vertrocknet. Von der Kette her seht ihr, sie ist hoch. Wo bin ich denn? Ach, da bin ich. Die Kette ist schon bedeutend schmaler, sage ich mal, wie die von der Solo. Ne? Ja, ich hoffe, dass sie scharf stellt. Ja, aber wie gesagt, ich bin zufrieden damit. Ich zeig euch mal die Bäume, die wir dieses Jahr abgenommen haben. Hier sind die Stümpfe dazu. Zum Vergleich, die Baumscheibe. Also, da geht sie gerade so durch, ne? Da ist der nächste. Die Baumscheibe, ne? Tannen, da stehen sie alle rum noch. Was? Ja, viele, viele trocken. Müssen auch alle noch raus. Genau. Ja, und worum es geht, wie gesagt, also Akku, Reichweite Akku. Einer von den Bäumen, sag ich mal, man sollte mit einem vollen Akkusatz anfangen, ist ja klar. Man schafft ein unten, also von den großen, ich sag mal, einen 10 Meter hohen. Ja, 10 Meter, 8 Meter, 8 Meter, 10 Meter hoch, sag ich mal. Von der Stärke schafft man mit einem Akkusatz einen Baum, den komplett zu entästen und komplett zu zerlegen. Für den nächsten Baum reicht es, weil man so beim Fellschnitt halt doch relativ quält. Also ich würde nie mit dem gleichen Satz denn weitermachen, den nächsten Baum. Bei kleineren ist es kein Problem, aber bei so einem stärkeren, wer will schon, dass er dann mit einem Fellschnitt hängen bleibt. Ne? Ja, wie gesagt, ich kann die Säge auf jeden Fall empfehlen für einen normalen Heimgebrauch, für einen Garten, für einen Wald und so ist das natürlich nichts, das wäre auch Quatsch. Aber für einen Garten ist es super, dadurch, dass ich ja schon eine Motorsense habe, brauche ich ja die Akkus nicht mehr kaufen. Ich war jetzt bei, ich glaube, 240 Euro für die Säge ohne Akkus, also pur. Dazu gekauft habe ich mir noch drei Ketten neu, also weil eine originale ist genauso teuer wie die drei, jetzt sage ich mal, No-Name. Deshalb habe ich drei No-Name dazu genommen. Zweiten Akkusatz habe ich schon für die Motorsense gehabt. Sollte man darauf achten, Akkus eben neueren Datums zu nehmen. Okay, das war's dann.